Ja, der Teufel steckt manchmal im technischen Detail und wie Sie sehen, sind wir nicht zu viert, sondern nur zu dritt und das war auch die meiste Zeit jetzt in den Vorbereitungsminuten hier so. Wir versuchen, den jetzt gerade noch fehlenden vierten Teilnehmer schnellstmöglich wieder zurückzuholen. Wir wollten Sie aber nicht länger warten lassen. Da ist Herr Bauer. Ja. Herr Bauer, wir haben gerade begonnen. Die Journalistinnen und Journalisten sind schon dabei. Ich habe gerade gesagt, dass wir auf der Pirsch nach Ihnen sind. Aber schön, jetzt sind wir alle da. Dann beginnen wir mal und danke für Ihre Geduld und bitte entschuldigen Sie die technischen Verzögerungen. Ja, jetzt ist es schon kurze Zeit, jetzt ist es fast schon 10 Jahre her, dass das Atomkraftwerk in Fukushima einen Reaktorunfall erlebt hat, nachdem der Tsunami in Japan dort auf die Küste geknallt ist. Und wenn man das vielleicht mit den direkten, wenn man die direkten Auswirkungen vielleicht einfach als großräumige regionale Katastrophe beschreiben kann, so hatte das Ereignis auf jeden Fall doch globale Konsequenzen. Denn Deutschland und Schweiz haben in der Folge dessen ihren Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie beschlossen. Hier in Deutschland ist Ende nächsten Jahres Schluss. Da geht der letzte Meiler, der letzte Reaktor vom Netz. Und in der Schweiz ist spätestens nach Ende der Laufzeiten im Jahr 2034 Feierabend. Bei diesen Entscheidungen haben vor allem Sicherheits- und Risikoaspekte, die nach der Katastrophe in Japan nochmal sehr stark in den Fokus kamen, die entscheidende Rolle gespielt. Wir stellen bei unserer täglichen Medienbeobachtung fest, dass seit Spätsommer ungefähr immer mal wieder diese Diskussion aufkommt, welche Rolle könnte die Nutzung von Kernenergie beim Abbremsen des Klimawandels spielen? Wir haben uns dann gefragt, warum kommt das jetzt, quasi 200 Jahre vor Ende des Atomausstiegs, und wer könnte diese Diskussion treiben? Klar ist, die Zeit drängt. Der Klimawandel ist im vollen Gange. Die Treibhausgasemissionen müssen so schnell wie möglich runter und da wird nach jeder möglichen Option tatsächlich gegriffen. Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden und sein Sondergesandter für Klima sprechen sich für die Nutzung der Kernenergie als Teil der Lösung aus. Konservative Abgeordnete im Europaparlament fordern sogar eine Renaissance der Kernenergie. Und in einigen Ländern tatsächlich wird auch noch mal um die wird auch noch mal um die eine andere Ausrichtung der Nutzung der Kernenergie gesprochen. Frankreich will die Laufzeit seiner ältesten Atomkraftwerke um 10 auf dann 50 Jahre verlängern. Einige Länder steigen ein, die bisher noch gar nicht die Kernkraft genutzt haben. So nutzen die Vereinigten Arabischen Emirate seit letztem Jahr einen Reaktor. Ruanda und andere afrikanische Staaten kooperieren mit China bei der Planung solcher Kraftwerke. Und laut der Internationalen Atomenergieagentur IAEA planen 28 Länder ihren Einstieg oder denken darüber nach. Naja, und gerade letzte Woche ist man an dem Thema wohl nicht vorbeigekommen, weil Microsoft-Gründer Bill Gates in seinem neuen Buch auch über Atomkraft gesprochen hat und sich für die Nutzung dieser Energiequelle mit unter Einbezug einer Generation neuer Reaktoren eingesetzt hat. Es ist also höchste Zeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, über dieses Thema mal in Ruhe zu sprechen. Wir konnten drei ausgesprochene Experten für dieses Thema gewinnen und ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Denn wie Sie vermutlich wissen, politisch wird das Klima und der Klimawandel dieses Jahr sicherlich auch ein ganz wichtiges Thema. Für Spätsommer ist der erste Bericht des neuen IPCC-Sachstandsberichts geplant. Ob das gehalten werden kann, ist noch unklar. Die Bundestagswahl steht an. Im November gibt es mit einem Jahr Verzögerung den Weltklimagipfel in Glasgow. Und wir wissen alle, dass wir bis 2030, bis die Treibhausgasemissionen um mindestens 50% reduziert sein müssen, dass das weniger als 10 Jahre in der Zukunft liegt. Da wird es also auf diesem Gebiet sicherlich die eine oder andere Debatte geben und auch die um die Frage der Nutzung der Kernenergie könnte immer mal wieder auf dem Tableau erscheinen. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, fragen Sie, fragen Sie, fragen Sie. Ich habe auch eine Reihe Fragen mitgebracht, aber das ist hier keine durchgeskriptete Podiumsdiskussion, sondern soll ausdrücklich Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fragen an die Experten zu stellen. Wir versuchen, so viele wie Fragen wie möglich mit einzubringen. Sie können die unten im Chat unter der Option an alle Teilnehmer einbringen und wir werden uns dann im Teamwork darum kümmern. Ich werde Ihnen jetzt alle drei Experten kurz vorstellen, dann ein oder zwei Fragen stellen und danach öffnen wir die Runde für Ihre Fragen da draußen. Weil mir da kein Bias untersagt werden kann, halte ich mich bei der Vorstellungsrunde immer streng ans Alphabet und deswegen beginne ich mit Dr. Nico Bauer. Er ist leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIC, und dort Leiter der Arbeitsgruppe Scenario Feasibility in der Forschungsabteilung Transformationspfade.
Herr Bauer, ich bin auf Sie auch aufmerksam geworden, weil im Jahr nach dem Unfall in Fukushima in PNAS eine Studie von Ihnen erschienen ist, in der Sie sich verschiedenen Szenarien bezüglich der Kernkraftnutzung angeschaut haben. Also was würde passieren bei einem sofortigen Ausstieg, bei einem geplanten Ausstieg in Zeitraum X, bei der Renaissance oder bei gar einem Neustart? Damals war die Nutzung der erneuerbaren Energie ja noch lange nicht auf dem Ausbauniveau wie heute und nicht auf dem Preisniveau wie heute. Und wenn wir uns vorstellen würden, wir hätten damals 2012 in dieser Runde zusammengesessen und wir sitzen eben heute. Wie anders würde denn die Diskussion damals sein, als sie heute ist? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass das technische Problem mit meinem Kopfstehen mittlerweile gelöst ist. Und hallo Holger noch. Ja, da bin ich auch. Also die Studie, die wir damals gemacht haben, die fußte auf der Erfahrung auf der gerade eingetretenen Erfahrung, dass ein Staat die Regulierungsbehörden die Atomkraft runterfahren können. Das war ja sozusagen nicht eine politische Entscheidung, sondern eine administrative Entscheidung. Und damals bestand dann für uns schon die Frage, abgesehen von einem langfristigen Phase-out von Nuklearenergie der bestehenden Reaktoren, was passiert, wenn eigentlich die Reaktoren abgeschaltet werden? Mit und ohne Klimaschutz. Also es war wirklich, dass wir auch die Frage gestellt haben, wird es unter Klimaschutzrestriktionen eventuell noch schwieriger, kurzfristig betrachtet. Es war dann so, dass bei uns herauskam, im Wesentlichen Erdgas würde die Lücke füllen, wenn man Klimaschutz noch mit dazu betreibt. Und die Minderung des Verbrauchs kurzfristig. Die Erneuerbaren spielten auch eine Rolle, allerdings nicht so besonders stark. Also der Lückenfüller war an der Stelle nicht die Erneuerbaren. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, dass dieser Anteil größer wäre. Das liegt insbesondere daran, dass vor 10 Jahren die Investitionskosten für Erneuerbare deutlich, deutlich höher waren. Die sind gesunken in den letzten 15, 20 Jahren um etwa 90% für Solar und Wind. Und die Ausbaugeschwindigkeit, also die Rate, mit der diese Stromerzeugungstechnologien ins System gebracht werden können, die hat sich als wirklich sehr, sehr flexibel herausgestellt. Also die Wachstumsraten sind durch die Decke gegangen. Die Erwartung auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was die Internationale Energieagentur für 2030 erwartet, welche Kapazitäten bis 2030 ausgebaut werden können, ist das immer weiter nach oben gegangen. Insbesondere in den letzten 5 Jahren ist diese Menge praktisch verdoppelt worden, was bis zum Jahr 2030 installiert werden kann, weltweit. Von daher ist die Flexibilität in dem Bereich sehr groß. Und bei Gas würde man eventuell sagen, naja, die Rate, mit der man das Gas zusätzlich ins System bekommt, ist vielleicht nicht so groß. Wenn man allerdings gleichzeitig Klimaschutz betreibt, und das haben wir damals eben auch schon herausgestellt, würde man auch in anderen Bereichen weniger Gas verbrauchen, was man dann im Stromsektor verbrauchen kann. Das war ein relativ wichtiges Argument gewesen, um zu verstehen, warum es sozusagen nicht unbedingt sein muss, dass ein Kernenergieausstieg unter Klimaschutzbedingungen schwieriger ist. Das muss nicht unbedingt sein, weil man sozusagen das Gas aus anderen Sektoren in den Stromsektor überbringen kann. Ja. Okay, Dankeschön. Dann gehe ich weiter in der Vorstellung. Das Alphabet bringt mich zu Dr. Christoph Pistner. Er arbeitet am Öko-Institut in Darmstadt und leitet dort einen der 5 Institutsbereiche, nämlich den Bereich Nukleartechnik und Anlagensicherheit. Und er ist auch Mitglied der Reaktorsicherheitskommission des Bundesumweltministeriums und war in den letzten Wochen schwer im Stress, weil er involviert ist in die Fachkonferenzen Teilgebiete im Rahmen der Suche nach einem Endlager. Herr Pistner, gerade gestern habe ich gelesen, dass die französische Atomaufsichtsbehörde
empfiehlt, die Laufzeit oder vorhat, die Laufzeit der ältesten französischen Atomkraftwerke um 10 auf dann 50 Jahre zu verlängern, wenn man, das ist die Bedingung, an 32 Reaktoren Reparaturen vornimmt. Ich habe mich da gefragt, wie wirklich möglich ist das denn? Ein altes Auto kann man ja auch nicht beliebig nachrüsten und das macht immer weiter. Und die maximale Laufzeit eines Atomkraftwerks wird ja vermutlich auch mit Blick auf den Verschleiß im Laufe der Zeit festgelegt. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein kann. Ihre Frage ist natürlich völlig richtig. Atomkraftwerke haben eine ursprünglich konzipierte Laufzeit von 30 bis 40 Jahren, je nach Reaktortyp und Land. Und wenn wir uns den heutigen Kraftwerkspark anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass das Durchschnittsalter aller heute in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke bei über 30 Jahren liegt. Vor dem Hintergrund ist es auch klar, wenn man von den ursprünglichen Laufzeiten ausgeht, dass praktisch alle heute in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke bis zum Jahr 2050, also dem Zieldatum, wo wir ja bei Netto-Null-Emissionen sein wollen, praktisch alle heute in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke eigentlich abgeschaltet werden würden. Und vor dem Hintergrund ist genau die Diskussion um Laufzeitverlängerung existierender Kernkraftwerke eine wichtige. International sind Laufzeiten schon verlängert worden, auch in den USA. Frankreich ist jetzt dabei, diese Diskussion zu führen. Wichtig ist da zum einen, wie Sie richtig gesagt haben, in Kernkraftwerken gibt es physische Alterungseffekte, Pumpen, mechanische Teile, andere Dinge. Wir haben Verschleiß, wir haben Neutronenversprödung von Reaktordruckbehältern. All diese Dinge muss man sehr genau betrachten, wenn man über längere Laufzeiten redet. Dazu braucht es Alterungsmanagement in den Kernkraftwerken. Entsprechend fordert die französische Aufsichtsbehörde auch entsprechende Verbesserungen und Nachrüstungen in den Anlagen. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt, den man aber auch nicht vergessen darf und der auch deutlich schwieriger zu adressieren ist, diese Kraftwerke sind in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts geplant und gebaut worden und entsprechend ist auch ihr Sicherheitsdesign ausgelegt auf dem, was man in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wollte. Und sie sind entsprechend von daher nicht dem, was wir heute von neuen Kernkraftwerken fordern würden oder was international gefordert wird. Reaktoren an dieses Niveau heranzubringen, wie alleine an das Niveau des französischen EPR, der ja in Frankreich auch gerade im Bau ist, ist praktisch unmöglich oder zumindest sehr schwierig und auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Und ohne da jetzt vielleicht in die Details einzutreten, was die Funktionsweisen oder sowas betrifft, aber wenn man sich über, auch Bill Gates hat ja da in seinem Buch oder in den Interviews rund um dieses Buch sich von Reaktoren der vierten Generation gesprochen. Man liest auch immer von Small Modular Reactors. Immer mal wieder taucht auch der Dual Fluid Reaktor auf, der bisher meines Wissens nur als Konzept funktioniert. Und immer werden diese neuen Reaktortypen wie so eine Art Versprechen. Dann wird die Kernkraft weniger gefährlich, besser kontrollierbar, mit einem geringeren Abfallproblem und sowas zu betrachten sein. Also ohne jetzt in die Details zu gehen, aber kann man sagen, ja stimmt, das Potenzial ist da, dass wir das Thema dann ganz neu diskutieren können, wenn wir irgendwann über diese Reaktoren verfügen? Also zunächst finde ich es ja bemerkenswert und auch interessant, dass eben die Kerntechnikindustrie selbst klar zugibt, sie hat ein Problem, was die Sicherheit, was die Entsorgung, was die Proliferation und was die Kosten angeht. Jetzt werden seit Anfang der 2000er Jahre die von Ihnen genannten Generation 4 Konzepte intensiv untersucht, aber wenn man sich anschaut, was die Entwickler selbst postulieren, dann sagen sie, naja, vielleicht könnten wir so 2045, 2050 erste Systeme dann tatsächlich als Prototypen am Markt haben und langsam mal einführen und so in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts könnten diese Systeme dann unterstützende Dienstleistungen, was Abfallproblematik oder was Ausnutzung von Brennstoffen ausgeht, parallel zu den heutigen Generation 3 Reaktoren erfüllen. Das heißt, da ist völlig klar für die Frage Klimawandel, spielen diese Systeme überhaupt keine Rolle. Dankeschön, Herr Pistner. Und jetzt möchte ich den dritten Experten im Bunde vorstellen und liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, er heißt nicht Harald Rogner, wie da steht, er heißt Holger Rogner. Dr. Holger Rogner, das war mein Schreibfehler, bitte sehen Sie es mir nach. Danke, Herr Rogner, für Ihr Langmut. Holger Rogner ist emeritierter wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Integrated Assessment and Climate Change am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse, IASA, in Luxemburg in Österreich. Und er hat sich dort mit der Erforschung und tut es auch noch, der Wege zu nachhaltigen Energiesystemen beschäftigt. Er war Autor der IPCC-Sachstandsberichte 3 bis 5 und hat auch viele, viele Jahre bei der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA das Programm zur Erhaltung des nuklearen Wissens für eine nachhaltige Energieentwicklung geleitet.
Herr Rogner, als wir zum ersten Mal, schön, dass Sie da sind, das erste Mal, als wir miteinander zu diesem Thema telefoniert haben, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass Sie mir gesagt haben, oh je, hier in Österreich kann man nicht wirklich erwachsen miteinander über dieses Thema diskutieren. Das endet schnell in der Schreierei. Warum ist das dann so aufgeheizt, das Thema in Österreich, wenn man doch vielleicht, vor allem wenn man auch weiß, dass Österreich ja im Grunde seinen Ausstieg hatte, bevor es zum Einstieg kam? Ja, da erstmal vielen Dank für das, dass ich hier dabei sein kann und hallo zu meinen beiden Mitkollegen, die hier auftreten. Ja, Österreich ist vielleicht speziell, aber auch nicht so unterschiedlich von Deutschland. Die Kernenergie in einem positiven Sinne ist heute in Österreich und quasi auch in Deutschland nicht mehr vermittelbar. In Österreich liegen die Gründe weit zurück, und zwar 78, 79, als ein Referendum stattfand, politisch gewollt, um von der SPÖ-Regierung Kreisky, um das Kernkraftwerk Zwentendorf absegnen zu lassen. Das Ganze wäre normal gut gelaufen, aber Kreisky hat einen groben Fehler gemacht. Er hat den Ausgang der Wahl mit seiner politischen Zukunft zusammengeführt. Und damit haben die Konservativen, die ÖVP, ein Ziel gesehen, dass sie ihren nicht geliebten Kanzler loswerden. Und das Referendum ging um ein Minimalstmargen gegen die Nutzung von Zwentendorf aus. Damit war die Kernenergie gestorben. Kreisky ist nicht zurückgetreten und die ganze Stimmung hat sich so aufgeheizt zum Schluss, dass es ziemlich klar war, erstmal Österreich braucht keine Kernenergie, hat genügend Wasserkraft, ist eingebunden ins restliche europäische System und kann eigentlich recht gut ohne leben. Dann kam Tschernobyl und das war das Ende des Ganzen hier. Kernenergie kann nicht mal importiert werden. Das ist inzwischen schon Gesetzesrang und der Kernausstieg oder nie mehr Einstieg ist Verfassungsrang. Von daher kann man über Kernenergie nicht mehr offen reden. Das war aber jetzt vor 3-4 Jahren. Ich gebe immer noch eine Vorlesung, also eine Blogveranstaltung an der Technischen Universität hier in Wien. Und muss sagen, was ich von den Zuhörern, den Studenten zurückbekomme, wird eigentlich immer mehr neutral, offen und interessiert. Also es ist was im Gange, auch auf der Ebene der Public Acceptance und der Vermittelbarkeit. Okay, Dankeschön. Ich möchte jetzt gerne eine letzte von meinen Fragen in die Runde stellen und vielleicht können Sie sehen, was Ihre Gedanken dazu sind. Wir müssen die Treibhausgasemissionen senken, wenn wir den Klimawandel beschränken sollen. Und das ziemlich schnell. Das ist ja, glaube ich, Konsens. Wie kann es denn gelingen, dass man eine ausgewogene Abwägung findet zwischen einerseits dem globalen Problem des fortschreitenden Klimawandels und dem, wenn man es ganz runterbrechen möchte, im schlimmsten Fall einem regionalen Problem, was das Risiko durch Atomkraftwerke betrifft oder auch die Endlagerung von Müll nachher? Wie gelingt es, dass ich da gut sagen kann, so gewichtig die Argumente pro und contra? Herr Bauer? Ja, ich nehme die Frage mal auf. Also zunächst mal vorweg eins. Strom wird für den Klimaschutz wichtiger werden. Also wenn man Szenarien vergleicht mit ohne Klimaschutz, dann ist Strom auf jeden Fall der Energieträger, der am meisten gewinnen wird. In neueren Szenarien, die jetzt dann auch im 6. Sachstandsbericht zur Anwendung kommen werden, setzen noch mehr auf Strom als die Szenarien aus dem 5. Sachstandsbericht von 2014. Es wird wohl so ein Dreh um etwa eine Verdoppelung des Stromanteils bis 2050 geben müssen in starken Klimaschutzszenarien. Und deswegen ist sozusagen Strom wirklich das der Endenergieträger, der, auf den es ankommt. Nicht nur für Transport, sondern auch für Wärme, Niedrigtemperaturwärme und so weiter.
Jetzt bei der Kernenergie, wenn man sich das mal anschaut und die Frage stellt, wofür wäre sie denn da? Es kommt in allererster Linie beim Klimaschutz jetzt zunächst mal in den nächsten Jahren darauf an, die Emissionen im Stromsektor zu senken durch den Kohle, dadurch, dass man die Kohleverstromung runterbringt. Das ist ein sehr großer Anteil, den kann man auch relativ leicht ersetzen, technisch, aber auch ökonomisch. Die Kernenergie hat in den letzten 20 Jahren Marktanteil verloren global, von etwa 17 auf heute 10%. Das ist dramatisch, würde ich meinen. Und zwar global, ja, nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und China setzt heute auf die Kohle, setzt nicht auf nuklear. Das ist ein relativ geringer Anteil von 3 oder 4% heute. Das ist jetzt nicht so, dass dort die großen Fortschritte mit Bezug auf Kernenergie erreicht werden. In der kurzen Frist ist der Ausbau der Kernenergie träge. Man hat Vorlaufzeit. In Deutschland gibt es, glaube ich, keine wirkliche Ausbildung mehr für Kernreaktorsingenieure. Also da müssten wir sozusagen auch nochmal von vorne anfangen. Public Acceptance ist global betrachtet jetzt auch in unterschiedlichen Ländern herausgestellt, dass Nuklearenergie nur mäßig bis gar nicht anerkannt wird. Die Kosten, es war auch im Chat die Frage gewesen, wie es mit den Kosten aussieht. Also die jüngste Studie der Internationalen Energieagentur und der Nuklearenergieagentur von 2020 kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass die Wind onshore und große Solaranlagen geringere Stromerzeugungskosten haben als nuklear. Nuklear schon annahmegemäß mit einer Laufzeit von 60 Jahren. Neue Reaktoren. In der langen Frist, ganz kurz, wenn ich das. Ja. Ich bin fast fertig. Die lange Frist, dass da einen Stromerzeugungsbeitrag der Nuklearenergie von mehr als 20% herauskommt, ist schwer begründbar, weil es schon ein Problem bei der Uranverfügbarkeit gibt. Wir nehmen in unseren Szenarien großzügige 23 Megatonnen an. Das ist so vergleichbar mit dem, was auch andere annehmen. Die Nukleare Energieagentur hat im neuesten Bericht für die gesicherten Ressourcen gerade mal 8 Megatonnen. Da kommt dann noch ein bisschen prognostisch und spekulativ obendrauf. Aber sozusagen, selbst wenn man positiv ist, wenn man wirklich sagt, Uran ist mehr als genug da, im Vergleich zur Nuklearenergieagentur kommen da trotzdem nicht mehr als 20% raus. Gerne. Herr Pissens, Sie haben, glaube ich, Luft geholt. Also mir geht es ja vor allem um den Punkt der Abwägung. Wenn ich sage, ich muss den Klimawandel aufhalten, das haben alle Menschen ein Problem, und kann ich da die Kernwaffen nutzen? Vielleicht können Sie auch versuchen, jetzt uns... Kernwaffen bitte nicht. Kernwaffen wollen wir nicht nutzen, aber das wäre tatsächlich auch ein Punkt, den ich nochmal angesprochen hätte. Herr Rogner, danke schön. Wir kommen auch später noch zur Frage der Proliferation und der Kernwaffennutzung. Genau, aber vielleicht mal ganz kurz zu der Abwägung, und dann würde ich gerne auch in die Fragen der Journalistinnen und Journalisten einsteigen. Also ich würde in der Abwägung tatsächlich Ihnen zunächst widersprechen, wenn Sie sagen, es ist eher ein regionales Problem, wenn es zu schweren Unfällen in einem Kernkraftwerk kommt. In Fukushima hatten wir den Spezialfall, dass große Mengen der freigesetzten Aktivität in den Pazifik getragen wurden, dass Japan eine Insellage hat, deswegen keine Nachbarstaaten betroffen waren. Aber wir müssen ganz klar sagen, kommt es zu einem schweren Unfall in Europa, sei es in Frankreich, in der Schweiz, oder auch in Deutschland, dann sind auch benachbarte Länder betroffen, dann können große Teile in Europa betroffen sein. Also das ist nicht einfach nur ein regionales Problem, das muss man ganz klar sagen. Auch wenn wir über die anderen Problemfelder nachdenken würden, Sie haben gerade die Kernwaffen schon sozusagen im Kopf gehabt, und die nukleare Nichtverbreitung hängt natürlich auch mit der zivilen Verwendung der Kernenergie zusammen. Das sehen wir an der Diskussion über die Situation im Nahen Osten heute. Der Iran, der Kernkraftwerke hat, der Iran, der sein kerntechnisches Programm hochfährt, Urananreicherung betreibt, Wiederaufarbeitung betreibt. Saudi-Arabien, das in die Kerntechnik einsteigen will, wo einzelne Politiker schon erklärt haben, dass es da durchaus auch andere als nur
Stromversorgungsinteressen gibt. Also wir haben einen Zusammenhang auch zwischen der sogenannten zivilen Nutzung der Kernenergie und der Proliferation von Kernwaffen. Auch das ist ein globales Problem, das natürlich bei einem massiven Ausbau der Kernenergie, wie sie ja nötig wäre, wenn wir ernsthaft über eine relevante Rolle im Klimawandel reden wollen würden, würden wir hier zusätzliche Probleme sehen. Insofern ist für mich die Frage ja eher weniger eine Klimawandel versus Atom, sondern es ist eher eine Frage, wenn wir aus der CO2-Produktion raus wollen, welche Alternativen haben wir denn? Und da haben wir eben sehr viele erneuerbare Energien, Technologien zur Verfügung und wir haben Atom zur Verfügung und im Vergleich zwischen diesen Technologien müssen wir abwägen. Und da sehe ich, dass sich bei den anderen Technologien eben nicht um Risikotechnologien handelt, eben nicht um Technologien handelt, die über den Proliferationsaspekt auch internationale Sicherheitsfragen tangieren, sodass für mich da die Abwägung relativ klar ist. Herr Pilsen, ich habe gerade das Gefühl gehabt, Sie haben in mein Vorbereitungsskript geguckt, denn Sie haben quasi perfekt übergeleitet zur ersten Frage einer Kollegin, mit der ich hier anfangen möchte, dann auch uns diesen Fragen zu widmen. Die Kollegin bezieht sich auf eine Studie, die im letzten Jahr im Oktober in Nature erschienen ist und die untersucht hat, inwiefern es eine Konkurrenz zwischen erneuerbaren Energien und Kernkraft gibt. Und zum einen steht in dieser Studie, dass Länder, die Kernkraft nutzen, gar nicht wirklich signifikant Treibhausgasemissionen einsparen können und dass Länder, in denen Kernkraft genutzt wird, der Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich ein bisschen, auf jeden Fall gebremst wird. Ich hoffe, ich habe das soweit so richtig kondensiert. Gibt es denn dort, also halten Sie das für, oder wie ist Ihr Blick auf diese Konkurrenz zwischen Erneuerbaren und Kernkraft, wenn Länder beides gleichzeitig nutzen? Also ich denke, wir können ja mal auf Deutschland zurückschauen. Sie hatten vorher gesagt, wir haben nach Fukushima den Ausstieg beschlossen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Wir haben den Ausstieg im Jahr 2000 beschlossen. Damals wurde das Atomgesetz geändert. Uns ging um kontrollierte Restlaufzeiten, die damals festgelegt worden waren. Dieser Atomausstieg, der 2000 verhandelt worden war, hatte zwar einen breiten gesellschaftlichen Konsens, aber eben keinen breiten politischen Konsens. Es gab klare Stimmungen, dass man den wieder aufheben will, was natürlich auch dazu geführt hat, dass die Energieversorger in Deutschland nicht mit derselben Energie und mit derselben Werbe auf einen Umstieg des Energiesystems hingebaut haben, wie sie das vielleicht ansonsten getan hätten. 2010 gab es deswegen ja auch die Diskussion, die Laufzeiten zu verlängern. Das Atomgesetz ist angepasst worden, weil wir eben in der Energiewende nicht so weit waren, wie wir es hätten sein können. Das wurde dann eben 2011 wieder zurückgenommen und wir sind quasi auf den alten Pfad zurückgekehrt. Das zeigt für mich zum einen, es ist extrem wichtig, eine verlässliche Strategie zu haben, die der Industrie sagt, wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele und was wollen wir dafür verwenden? Und nicht im Fünfjahresrhythmus wieder die Strategien umzuwerfen und wieder zu wechseln, weil das keine Planungssicherheit macht, weil das keine Möglichkeit bietet, wirklich Strukturen langfristig aufzubauen. Der zweite Punkt, glaube ich, der einfach sehr, sehr wichtig ist, Sie haben am Anfang, glaube ich, einleitend gesagt, wie können wir möglichst schnell, möglichst stark den Klimawandel zu bekämpfen. Da hat Herr Bauer die Zahlen schon genannt. Wenn wir uns die Vorlaufzeiten ansehen für Planung, also für Diskussionen über den Einstieg in die Kernenergie, für Planung von konkreten Bauprojekten und dann aber auch die tatsächlichen Bauzeiten, dann reden wir über Vorlaufzeiten in der Größenordnung von 10 bis 20 Jahren, bis es überhaupt zu einem Neubau eines Kernkraftwerks kommt, das dann in Betrieb gegangen werden kann. Das heißt einfach auch die Zeiten, die wir brauchen, würden, um Kernkraft hochzufahren, sind extrem groß und die damit verbundenen Kosten, auch das hat Herr Bauer schon gesagt, da sind sich, glaube ich, mittlerweile die großen internationalen Studien einig. Neue Photovoltaik, neue Wind ist einfach wesentlich günstiger, als es heutige Kernkraftwerke sind und es ist auch nicht abzusehen, dass sich an diesem Trend was ändern wird. Dankeschön, Herr Bauer. Ich habe eine Bitte an Sie. Dadurch, dass Sie keine Kopfhörer benutzen, hören wir quasi manchmal doppelt, wenn jemand anders spricht. Wäre es möglich, dass Sie doch vielleicht Ihr Mikro ausschalten und dann, wenn Sie etwas sagen, ist natürlich jederzeit gerne wieder anschalten. Danke. Herr Rogner, eine Frage, die ich mir immer stelle bei der Frage ist, wir merken, dass wir mit den Treibhausgasemissionen nicht schnell genug runterkommen sozusagen. Ja, letztes Jahr war ja ein Ausnahmejahr sozusagen wegen der Corona-Pandemie. Und auch die Debatte zum Beispiel um CCS hat ja in den letzten anderthalb Jahren nochmal ordentlich angezogen. Und jetzt kommt die über die weitere Nutzung der Kernenergie dazu. Kann es sein, dass es so ein bisschen wie so ein Greifen nach einem Strohhalm ist, weil man merkt, auf der Emissionseinsparungsseite geht es zu zögerlich voran? Sicher ist es ein Grund.
dass da jetzt alle Optionen, die irgendwie eine Low-Carbon-Energieversorgung ermöglichen, in Betracht gezogen werden. Was meiner Meinung nach, trotz der ganzen Debatte zwischen Kernenergie und Renewables, nicht zur Sprache kommt, ist die Lifestyle-Veränderung und End-Use-Efficiency, also die ganze Umstrukturierung, die wir eigentlich dazu brauchen, um mit Renewables in den Markt deckend, mein 50-60% mäßig zu kommen, dann müssen wir unsere Art, wie wir leben, müssen wir unsere Housing-Struktur, müssen wir unser Transportsystem ändern. Und das sind die wirklich langen Wege, die gegangen werden müssen und die Zeit brauchen. Wenn wir jetzt reden, dass die Renewables in den letzten 10 Jahren dramatisch an Kostenreduktion und so weiter zugewonnen haben, ist es richtig. Aber sie sind immer, speziell Sonne und Wind, nicht stetig verfügbar. Das heißt, die eigenen Kosten pro Kilowatt sind nicht wirklich maßgebend, was die Systemkosten sind. Dazu gibt es auch genügend Untersuchungen, dass dann, um eine gesicherte 24/7 Energiebereitstellung zu ermöglichen, dann sind die Kosten deutlich höher, weil eben Speicher und sonstige Sachen bereitgehalten werden. Die Speicher selbst sind noch nicht so weit, dass wir das großtechnisch einsetzen können. Wir brauchen deshalb andere, sprich fossile oder nukleare Technologie, die eben die Grundlast und die Versorgungssicherheit bereitstellen. Carbon Capture und Storage ist eine Option, die aber genauso wie alle anderen, wie neue Kerntechnologien, erstmal nachgewiesen werden, dass sie großtechnisch möglich sind. Neue Sachen, die jetzt dazu kamen, wie sagt man, Direct Air Capture, sind alles großartige Konzepte, die aber eben die wirkliche technische, großtechnische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit noch nachweisen müssen. Also so gesehen ist es ein bisschen Suchen nach einem Strohhalm. Andererseits haben wir auch festgestellt, was immer wir durch die Renewables gewonnen haben, hat sich nicht klimamäßig, also emissionsmäßig ausgewirkt, weil eben die Kernenergie gleichzeitig um denselben Prozentual an der Stromversorgung zurückgefahren wurde. Also wir sind jetzt ad par. Das ist nicht auch ein Problem. Richtig ist, was beide Vorredner gesagt haben, Kernenergie wird bis 2030 keinen großen neuen Beitrag leisten können. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass bis 2050 auch mit bisher noch nicht hundertprozentig bewiesen, aber doch schon im Einsatz befindlichen SMRs einiges erreicht werden kann. Aber könnten denn zum Beispiel auch diese neuen Reaktoren überhaupt schnell genug, ich sag's mal, an- und ausgeknipst werden, wenn wir merken, da sind Wolken im Anmarsch oder der Wind tut nicht das, wofür wir ihn eingeplant haben? Mit den gegenwärtigen Reaktoren ist es etwas schwieriger. Wenn ich genügend Kapazitäten als Reaktoren habe, kann ich jeden ein bisschen runterfahren, wie es Frankreich macht. Ja, also Load Following oder Lastverfolgung ist möglich. Die SMRs werden mehr oder weniger auch dafür konzipiert, um Load Following, eben der Nachfrage zu folgen, möglich ist. Nur sage ich als, nur ein Nebensatz, eine Technologie, die kapitalintensiv ist, ist generell nicht dafür geeignet, nutzlos rumzusitzen und zu warten, dass die Nachfrage kommt. Dann macht sie eigentlich ökonomisch meistens wenig Sinn. Genau, auf den Punkt wollte ich auch nochmal hinweisen. Die heutigen Kernkraftwerke sind ja zum Teil schon im Lastfolgebetrieb im Einsatz. Da reden wir dann aber eher um, sage ich mal, 10-, 20-, 30% Bereiche, in denen sie typischerweise ihre Leistung variieren. Und sie sind eigentlich auch nicht dafür ausgelegt, das sozusagen dauerhaft kontinuierlich über die gesamte Betriebslaufzeit zu tun. Das könnten möglicherweise neue Reaktorkonzepte anders machen. Aber dann sind wir, wie Herr Rogner ja richtig gesagt hat, genau in dem Problem, der wesentliche Kostenbeitrag für die Stromerzeugung aus Kernkraftwerken sind die hohen Anfangsinvestitionen für die Errichtung des Kernkraftwerks. Und wenn ich dann letzten Endes ein Kernkraftwerk in einem System einsetze, wo es zu einer Auslastung von vielleicht 50% kommt und nicht mehr von 95%, wie es eigentlich den ökonomischen Planungen zugrunde liegt, dann rede ich natürlich auch wieder über ganz andere Kostenstrukturen nochmal bei der Kernenergie, als ich es heute schon tue. Und ein Kollege von draußen, Herr Bauer?
Wir hören Sie nicht, da steht immer noch stumm. Jetzt sind Sie da. Ja, jetzt. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Normalerweise wird das Mikro durchgestrichen. Ich wollte ganz kurz was zu Iran und Saudi-Arabien sagen. Ich meine, die bauen ihre Atomkraftwerke ganz offenkundig nicht aus ökonomischen Gründen, weil die haben so viel Gas und so billiges Gas, da kann die Nuklearenergie eigentlich nicht gegen konkurrieren. Außerdem ist die Kühlung in diesen sehr heißen Ländern ein großes Problem. Also der Ausbau dort, das dürften primär militärische Gründe sein. Zu der Frage CO2-Minderung und Ausbau der Erneuerbaren, was Herr Ruckner ansprach. Der Zubau der Erneuerbaren nicht automatisch die CO2-Emissionen senkt, das ist lange bekannt, weil man einfach sozusagen zum bestehenden Angebot noch weiteres obendrauf sattelt. Was die CO2-Emissionen jetzt aber in jüngster Zeit in Deutschland, aber auch in Großbritannien runtergebracht hat, war eben der CO2-Preis, der die Kohleverstromung so teuer gemacht hat, dass es sich nicht mehr gelohnt hat. Also nur eine CO2-freie Technologie zuzubauen, mit Sicherheit nicht ausreichen, die CO2-Emissionen zu senken. Ja? Ich tausche das eine durch das andere, das funktioniert eben nicht, weil man mehr Energie produziert. Bedeutet Erneuerbare eine Niedrigenergiegesellschaft mit großen Veränderungen in den Lifestyles, habe ich meine Zweifel, es gibt auch sehr andere Ansichten. Es gibt auch bei den Proponenten der Erneuerbaren welche, die durchaus davon, mit einem schnellen, großen Elektroauto durch die Gegend zu flitzen. Und die finden das auch als allgemeinen Lebensstil durchaus anzustreben. Es soll dann nur halt kein Stau geben natürlich, aber dass eine erneuerbare Welt eine Niedrigenergiewelt ist, das würde ich bestreiten. Das muss nicht sein. Kommt dann natürlich auch Konflikte an, weil Erneuerbare sozusagen gehen nicht für die Energiegewinnung unter die Erde, sondern die gehen in die Fläche. Und wenn es in die Fläche geht, dann hat man Landnutzungsprobleme, ganz klar. Und das ist eine andere Herausforderung. Danke. Und diese neuen Reaktoren, ob jetzt diese kleineren Reaktoren oder die dieser vierten Generation, haben die überhaupt eine Chance bei den Strom Gestehungskosten mit Wind und Sonne zu konkurrieren? Da muss man jetzt, glaube ich, unterscheiden, über was von den beiden wir reden, was Sie gerade gesagt haben. Einmal haben wir die Generation 4 Reaktoren. Generation 4 klingt ja so nach neu. Genau genommen sind das aber natürlich alles auch Reaktorkonzepte, die seit den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrtausends in der Entwicklung sind. Wir reden hier über flüssigmetallgekühlte Reaktoren, also natriumgekühlte oder bleigekühlte Reaktoren, wie wir sie in Deutschland ja auch in der Diskussion hatten mit Kalka, einer der großen Bauruinen in Deutschland. Wir reden hier über Hochtemperaturreaktoren. Auch da hatten wir in Deutschland Versuche mit dem AFA und dem THTR, die sehr problematisch waren, die dann später in Südafrika in die Entwicklung gingen, dort gescheitert sind, die heute in China in der Entwicklung sind. Wir werden sehen, wie da der Erfolg sein wird. Ich zweifle da sehr und wie gesagt, selbst die Generation 4 sagt, es wird noch sehr lange dauern. Für all diese Reaktoren ist eigentlich schon immer klar, die werden nicht billiger sein als heutige Leichtwasserreaktoren. Da sie aufwendiger sind, da wir über andere Technologien nochmal reden, ist es da eher nicht zu erwarten, dass die tatsächlich billiger sein werden, sondern sie bieten gegebenenfalls andere Systemdienstleistungen an. Bei den kleinen Reaktoren, über die heute häufig geredet wird, also die Reaktoren mit einer geringen Leistung, Small Modular Reactors, muss man unterscheiden. Da gibt es eben auch alles. Es gibt auch darin Konzepte, die eher einer Generation 4 zuzurechnen sind, also mit Flüssigmetallen gekühlt werden sollen, Gas gekühlt werden sollen. Da wird man einfach nochmal sehen müssen, wie die Entwicklungszeiten für diese Konzepte sein werden, ob wir von denen vor den 2040er Jahren überhaupt was sehen werden. Wenn wir über die wassergekühlten Reaktoren im Bereich der kleinen Reaktoren reden, dann geht es im Wesentlichen ja um zwei Aspekte. Es geht einmal darum, die Reaktoren von ihrer Leistung her deutlich kleiner zu machen, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass man dadurch eine höhere Sicherheit erreichen kann. Der einzelne Reaktor hat dann kein so ein hohes radioaktives Inventar mehr, was bei Unfällen freigesetzt werden könnte. Man kann auch stärker vielleicht mit passiven Systemen daran arbeiten, den Reaktor zu kühlen, zu stabilisieren, wenn es zu Störungen, Unfällen kommt. Das könnte also potenziell die Sicherheit erhöhen, wenn man das konsequent im Design so umsetzt.
Gleichzeitig stellt sich dann aber die ökonomische Frage. Kleiner Reaktor ist per se bezogen auf die installierte elektrische Leistung teurer als ein großer Reaktor. Deswegen hatten wir über die letzten 30, 40, 50 Jahre klare Trends zu immer größeren Reaktorleistungen. Die Hoffnung ist, dass diese kleinen Reaktoren, sage ich mal, industriell hergestellt werden können. Ich glaube, es wird dann immer so suggeriert, das ist dann ähnlich wie bei der Tesla Gigafactory, dass wir irgendwo eine große Fabrik hinbauen und da laufen die dann so am Stück raus. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, dass das so funktioniert. Auch ein Reaktor mit 300 Megawatt elektrischer Leistung ist immer noch ein großer Reaktor, wo ich einen großen Reaktorbehälter habe. Also ob das so funktionieren wird, ist fraglich. Und selbst wenn, ist eben unklar, ob diese potenziellen Vorteile, die man durch so eine serielle Produktion haben könnte, dann wirklich die Kostennachteile, die man hat, weil der Reaktor an sich kleiner ist, ob sie die kompensieren können, das ist eher auch nicht zu erwarten. Jetzt haben wir über die Emissionseinsparungen gesprochen. Ich habe nur innegehalten, weil ich nicht wusste, ob Sie was sagen wollten, Herr Rogner. Jetzt haben wir über die Emissionseinsparungen gesprochen. Wir haben über die neuen Generatorenarten gesprochen. Wir haben auch die Proliferation kurz angesprochen. Ich möchte mal ganz kurz zur Frage der Entsorgung des Atommülls kommen. Herr Pissner, Sie sind da ja ganz stark involviert bei der Suche nach, also bei dem Prozess der Endlagersuche. Wir haben durch die Jahrzehnte der Nutzung der Kernenergie, haben wir Atommüll, für das wir ein Endlager finden müssen, das den Sicherheitskriterien, mit denen wir heute argumentieren, entspricht. Jetzt könnte man sagen, ja, dann lass das doch noch ein paar Jahre länger laufen, dann wird das keine anderen Ansprüche haben und du wirst sozusagen die Müllmenge wird zwar mehr, aber das Lager wird nicht unbedingt größer oder sicherer werden müssen. Also ist die Frage des Atommülls tatsächlich ein Argument, was die Frage eine Renaissance der Kernenergie sozusagen dafür oder dagegen spricht. Und wird aus Ihrer Sicht tatsächlich dort auch genug geforscht, was die Endlagerfrage betrifft? Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden. So das Szenario, auf das Sie ja zuerst eingegangen sind, ist ja mehr so das nationale Szenario. Wir haben bestimmte Mengen, 10.000 Tonnen hochradioaktiver Abfälle, die wir in Deutschland geordnet entsorgen müssen und für die wir jetzt einen neuen Prozess gestartet haben zur Suche nach einem geeigneten Endlagerstandort dafür. Sicherlich könnte man jetzt darüber diskutieren, wie viel würden Anforderungen steigen, wenn wir jetzt über längere Laufzeiten in Deutschland reden würden. Das größere Problem für mich sehe ich für Deutschland schlicht und einfach darin, wir haben hier ein unglaublich großes Konfliktthema gehabt und eine ganz wesentliche Frage in der Bundesrepublik ist ja auch, werden wir jemals zu einem Standort kommen, der von der Gesellschaft akzeptiert wird? Und wenn wir diese Frage nun wieder daran knüpfen, dass wir jetzt in Deutschland wieder über längere Laufzeiten und eine Weiternutzung reden werden, dann werden wir da niemals zu einer Einigung kommen. Aber das ist eine sehr nationale Perspektive. Wir reden ja eigentlich darüber, wie ist es international. Und wenn wir international schauen, dann muss man auch sagen, es gibt noch kein Endlager für hochradioaktive Abfälle, das irgendwo auf der Welt in Betrieb wäre. Es gibt jetzt einzelne Staaten, die sind da auf dem Weg. Es gibt aber auch sehr viele Betreiberstaaten, die da noch nichts unternommen haben und die noch gar nicht wissen, was sie mit ihren hochradioaktiven Abfällen tun werden. Gerade auch Neueinsteigerstaaten haben da oft noch überhaupt keine Planungen, werden also irgendwann in einer ähnlichen Situation sein wie wir. Und global macht es natürlich einen riesigen Unterschied, ob wir alleine bei dem heutigen Niveau der Kernenergie bleiben würden oder sie sogar ausbauen würden, dann kämen eben weltweit Anforderungen an zusätzliche Endlager regelmäßig dazu. Und ob wir sozusagen beliebig viele sichere Standorte für ein Endlager finden können, ist natürlich auch nochmal eine Frage, die völlig neu zu diskutieren wäre. Ich würde dazu sagen, dass kleine Staaten, die ein Reaktorprogramm, ein nukleares Programm haben, eigentlich nicht unbedingt ein eigenes Endlager haben sollten oder müssen. Die Philosophie ist, man sollte seinen eigenen Dreck kontrollieren und verantwortlich dafür sein. Aber es wird schon seit langem die sogenannte MNR, Multinational Repositories, verfolgt. Das Problem ist das, was denn der Herr Pfistner gesagt hat. Sobald es aufkommt, schmeißen alle die Hände in die Höhe. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Das ist nicht die Lösung. Man muss die auch für Neukammer, also Newcomers, wie wir es in der Atombehörde genannt haben oder nennen, schon sagen, macht euch mal jetzt schon Gedanken, was ihr damit macht. Zieht es mit in eure Planung mit ein. Ja, es wird meistens weniger durchgeführt und durchgesetzt. Was ich aber sagen möchte, Schweden, Finnland sind schon ziemlich weit mit ihrem Endlager. Es wird gebaut, sagen wir so, es ist nicht nur Planung oder sonst was.
In den USA, Herr Pfistner, haben Sie das gemeint, ist das Endlager für transurane Elemente, aber nicht vom zivilen, sondern vom Militärbereich. Genau, sind in dem Sinne keine hochradioaktiven Abfälle, sondern sind eben Reste aus dem Militärbereich, wo zwar auch Americium, Neptunium und sowas reingehen, aber ist eine andere Kategorie, ne? Mit WIP. Ja, ja. Meiner Meinung nach ist der Fokus momentan, es ist Abfall. Muss es unbedingt Abfall sein? Und da kommen wir zurück auf die ganze Frage. Erstmal, es ist Processing. Aber 96%, 95% kann nochmal wiederverwendet werden. Wenn wir uns anschauen, wie die bisherigen Ergebnisse von allen nationalen Ansätzen, was das Reprocessing und wie Wiederaufarbeitung angeht, was die Ergebnisse davon sind, widerspreche ich da. Natürlich ist theoretisch 96% Anteil an Uran, aber schauen wir uns doch an, was mit dem Uran passiert, das heute aus der Wiederaufarbeitung angefallen ist. Es wird gelagert. Es gibt ja niemanden, der das nutzt. Das ist ja nicht so, dass diese Mengen wiederverwendet werden würden. Schauen wir uns die Historie der Plutoniumnutzung an. Ja, die zivilen Wiederaufarbeitungsanlagen, die wir hatten, sind große Verschmutzer. Wir haben weltweit über 200 Tonnen Plutonium, das in separierter Form heute gelagert wird, weil keiner weiß, was er damit tun soll. Großbritannien wird 100 Tonnen Plutonium haben und weiß nicht, wie es diese Mengen geordnet entsorgen soll. Also Wiederaufarbeitung und Weiternutzung ist ein gescheitertes Konzept nach heutigem Stand, und dass sich daran jetzt substanziell in der Zukunft was ändert, ist nicht absehbar. Andererseits ist auch nicht absehbar, ob man das nicht vielleicht mal später doch nutzen könnte. Außerdem gibt es ja die ganzen Konzepte, Partitioning, Transmutation und so weiter, die eben in einem harten Neutronenspektrum erlauben würde, diese Actinides zu verbrennen und den Abfall radikal, auch in der Radiotoxizität, auf einen Zeitraum von 300, 400 Jahren zu reduzieren, nicht mehr mehrere hunderttausend. Damit wäre ich in einem Bereich, wo ich das auch technisch und politisch und zivilisatorisch handeln könnte. Als Papierkonzepte stimme ich Ihnen zu, gibt es das, aber wenn wir uns anschauen, wie die Entwicklungen zu den erforderlichen Wiederaufarbeitungstechnologien sind, auch da haben wir seit 30, 40 Jahren Entwicklungen, neben Plutonium andere langlebige Transurane abzutrennen, sind da noch nicht weitergekommen. Wir bräuchten eine Brennstoffentwicklung für solche Reaktoren, wir bräuchten eben in großem Umfang dann den Einsatz von Reaktoren mit schnellem Neutronenspektrum, um diese Transmutation durchzuführen. Auch die Reaktoren sind weltweit nicht wirklich zu sehen. Auch da sind eigentlich keine massiven Fortschritte da. Also das sind theoretische Möglichkeiten, da stimme ich Ihnen zu, aber praktisch sind wir da von der Realisierung extrem weit entfernt, und sich darauf zu verlassen, dass wir das vielleicht irgendwann mal technisch realisieren könnten, halte ich doch für sehr fraglich. Noch einen letzten Satz dazu. Das habe ich vergessen. Machen Sie weiter. Entschuldigen Sie, Herr Rogner, wenn ich da reingegangen bin. Ich wollte nur mit Blick auf die Uhr tatsächlich, muss ich jetzt leider... Den Kreis wieder schließen, aber ich habe noch eine Frage tatsächlich. Wenn Ende nächsten Jahres der letzte Atomreaktor in Deutschland vom Netz gegangen ist, dann müsste ja je nach Quelle kommen in Deutschland ungefähr 8-12%. Ich habe mal ein bisschen geguckt, und das waren die Angaben, die ich gefunden habe, kommen aus der Nutzung von Kernenergie. Diese Menge Energie müsste ja von irgendeinem anderen Energieträger sozusagen übernommen werden. Gibt es da Ideen, ob man sagt, ja, das schaffen die Erneuerbaren schon binnen kürzester Zeit, oder ginge das dann zunächst wieder auf die Kohle oder auf Erdgasnutzung, oder wäre auch ein großer Anteil über Einsparungen, über Energieeffizienz oder sowas zu bewerkstelligen? Gibt es da Vorstellungen, was dann passiert? Also natürlich werden die Erneuerbaren ihren Beitrag liefern. Natürlich müssen wir ein ganz wichtiger Beitrag in allen Szenarien, denke ich, da kann Herr Bauer sicherlich nochmal mehr dazu sagen, ist Energieeffizienz, wo wir natürlich ansetzen müssen. Das ist auch völlig klar, dass wir das brauchen. Also insofern wird es ein Zusammenspiel aus den unterschiedlichen Technologien sein. Herr Bauer, jetzt hat Herr Pfistner Sie quasi anmoderiert. Danke. Zu der Fuel Cycle Sache habe ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen. Der Streit hat, glaube ich, die Sachen hier klargelegt. Ist Effizienz wichtig? Ich würde sagen, ja, solange wir in einer Übergangszeit sind, sozusagen, wenn Kohle schnell durch etwas anderes, Neues, zusätzlich ersetzt werden muss. Es ist allerdings auch so, dass ja dadurch, dass man sozusagen dieses Aufstapeln gehabt hat in der Vergangenheit, sozusagen, man hat die Erneuerbaren eigentlich obendrauf noch gesetzt, ist ja eigentlich der Stromverbrauch eher leicht gestiegen, beziehungsweise die Stromproduktion.
jetzt erst dadurch, dass mit dem CO2-Preis die Kohleverstromung ein Stückchen weit runtergegangen ist, kommt man sozusagen in den Bereich, dass eine Verstärkung der Effizienz notwendig ist. Das ist allerdings, möchte ich behaupten, solange und sofern man die Kohle durch etwas anderes ausreichend ersetzen kann, im Wesentlichen ein Übergangsphänomen von etwa 10 bis 15 Jahren. Die Effizienz braucht man an der Stelle dadurch, Kohle muss ersetzt werden, geht aus dem System raus, muss ersetzt werden. Auf der anderen Seite möchte ich sozusagen gleichzeitig mehr Bereiche der Wirtschaft elektrifizieren. Man muss sozusagen der anderen Seite die bestehenden Stromverbrauchsbereiche müssen dann eben effizienter werden. Und das hat natürlich dann viel mit den ganzen Effizienzstandards und so weiter zu tun, wo der Preis letzten Endes ein mäßig gutes Signal ist, um Verhaltensveränderungen herzustellen. Aber ich würde nicht behaupten wollen, dass es unbedingt eine Effizienzstrategie auch auf die lange Sicht ist. Das muss nicht sein. Deutschland hat im Übrigen auch, und das ist wichtig zu verstehen, im europäischen Zusammenhang dann Ausgleichspotenziale, insbesondere auch mit Großbritannien. Da müsste man sich auch noch mal ein bisschen mehr anstrengen, jetzt nach dem Brexit, weil sozusagen dieser Pool in der Nordsee, das besser zusammenzubringen und zu integrieren, das ist sehr wichtig, um Ausfälle zu vermeiden. Kleine Fußnote zu den Ausfällen. Die Nuklearenergie hat ein riesengroßes Sicherheitsproblem im Sinne von Energieversorgungssicherheit, weil, wie gesagt, eingangs in Japan, die haben wegen administrativer Anordnung die Kernenergie komplett runtergefahren. Die ist heute, glaube ich, erst wieder auf 20% hochgefahren worden, nach 10 Jahren. Also das ist nicht nur mal ein Wölkchen, das da vorbeigekommen ist. Das war ein massiver Einbruch. In Deutschland, im Übrigen, die Kernkraftwerke, die bestehen, wurden aus Terrorgefahrenabwehr, glaube ich, 6-mal alle komplett runtergefahren. Weil man Angst hatte, dass etwas passiert. Es ist zum Glück nichts passiert mit Anschlag, aber es ist 6-mal komplett runtergefahren worden. Alle Reaktoren in Deutschland. Also von daher, das mit dem Wetter ist auch ein Problem. Aber die Nuklearenergie ist nicht frei von dieser Frage. Ich muss jetzt leider mit Blick auf die Uhr langsam zum Ende kommen. Ich möchte Sie alle drei noch mal einmal kurz einbinden, aber alle drei mit der gleichen Frage sozusagen, die wieder den Kreis schließen soll zu der Einstiegsfrage, die wir hier, mit der wir hier begonnen haben, nämlich, und vielleicht haben Sie ja in dieser Diskussion auch Argumente aufgenommen, die Sie wichtig finden, dass wir als Journalistinnen und Journalisten Sie immer betrachten, wenn wir über dieses Thema nachdenken und schreiben oder sprechen. Also, und ganz bewusst auf die globale Perspektive. Inwiefern ist es sinnvoll, über eine weitere Nutzung der Kernenergie nachzudenken, um im Kampf gegen den fortschreitenden Klimawandel möglichst stark die CO2-Emissionen möglichst schnell runterzukommen? Genau, und was sollten wir immer berücksichtigen, wenn wir darüber berichten? Herr Rogner, weil ich mich an Ihr entschiedenes brauchen wir, also auf Ihre Antwort, die ein entschiedenes Jein war, gut erinnern kann, würde ich gerne mit Ihnen beginnen, ob Sie bei diesem Jein auch bleiben. Ja, über die Zeit komme ich immer mehr zum Ja und weniger zum Nein hin. Was wir brauchen, ist ein Mix. Kernenergie allein wird es nicht richten, Renewables allein werden es nicht richten, End-Use Efficiency allein wird es nicht. Wir brauchen einen Mix von allen drei. Der wird lokal unterschiedlich sein nach verschiedenen Bedingungen, besser finanziell, besser Nachfrage, besser politische Akzeptanz. Aber wir werden diese Kombination brauchen. Was am meisten für mich wichtig ist, wir müssen die Externalitäten internalisieren. Das heißt, die wirklichen Kosten müssen dem Konsumenten und dem Produzenten vorgegeben, klar vorsichtig sein. Dann kann er rational entscheiden. Und dazu kommt auch die Planungssicherheit. Mal on, mal off, mal dies, mal jenes. Dann werden wir nie zu einer Strategie kommen, die uns 2050 Richtung Carbon Neutrality bringt. Herr Pitzner?
Ich denke, wenn wir einfach auf die Historie der Kernenergie sehen, dann hätten wir bei einer Strategie, die auf Kernenergie setzt, extrem hohe Risiken. Sie ist langsam, sie ist teuer. Ob sich daran tatsächlich in naher Zukunft irgendwas ändert, ist hochgradig fragwürdig. Und wir haben Alternativen, die nicht mit denselben Risiken verbunden sind wie die Kernenergie. Danke für die kurze und kompakte Antwort, Herr Bauer. Ich möchte auch gern Ihrem im Blick noch mal gerne einfangen und vielleicht ist Danke. es möglich, auch ähnlich kompakt zu bleiben wie Herr Pistner. Ich habe nicht ganz verstanden, was Herr Pistner gesagt hat, aber ich glaube, er hat fast gesagt, was ich sagen möchte. Das Wichtige ist sozusagen für den Klimaschutz, zunächst einmal sich klarzumachen, wir brauchen Strom, aber gleichzeitig müssen wir aus der Kohleverstromung raus. Das ist absolut essentiell, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Es ist eine Frage des Timings, es ist eine Frage der Zeit. Die Nuklearenergie wird so schnell nicht ausbaubar sein. Erneuerbare können dann einen großen Beitrag leisten. Es besteht dann noch die Frage, inwiefern sozusagen zusätzlich Erdgas gebraucht wird. Längerfristig für die Nuklearenergie. Es gibt Beschränkungen schon allein durch die Uranverfügbarkeit. Die Möglichkeit, die Herr Ruckner aufgezeichnet hat, mit neuen Reaktorsystemen sozusagen auch bestehenden Müll unschädlich zu machen, beziehungsweise auch Plutonium sozusagen unschädlich zu machen. Das sind Sachen, die würde ich durchaus interessant finden da gibt es sicherlich auch weitere politische Zielstellungen. Ob man das jetzt alles mit dem Klimaschutz begründen sollte, insbesondere wenn es um Plutonium geht, ist eine andere Frage. Ja? Die militärischen Aspekte könnten dort wiederum sozusagen ausschlaggebender sein als der Beitrag der Nuklearenergie zum Klimaschutz. Darum würde ich Gut. das eher begründen. Danke. Vielen Dank. Und damit komme ich dann jetzt wirklich auch zum Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen, bitte sehen Sie es uns nach, dass wir nicht alle Ihre Fragen einbauen könnten. Ich freue mich total über dieses Interesse und auch, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Bitte entschuldigen Sie den verspäteten Start wegen der technischen Probleme. Danke auch an Sie, Herr Bauer, Herr Pistner, Herr Rogner, dass Sie da waren. Danke für Ihren Langmut am Anfang. Ich fand es total spannend. Ich hätte noch locker eine Stunde dranhängen können, um weiterzumachen. Ich danke Ihnen wirklich sehr. Wir werden das Video und die Transkription zu dieser Veranstaltung so schnell wie möglich bereitstellen, dann auch per E-Mail verschicken und auch später auf unserer Homepage bereitstellen. Wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns an redaktion@sciencemediacenter.de. Mir hat es viel Sie Spaß können sich auch gemacht. an uns melden. Sie können sich auch direkt mit uns rein in Kontakt gehen. Also kein Problem. Ja, das ist doch ein Genau, klares ich möchte Angebot. sehr unterstützen, was Herr Rückner gesagt hat. Das ist doch ein tolles Angebot. Nutzen Sie das gerne. Und nochmal, es ist nicht Harald Rogner, sondern Holger Rogner, wenn Sie ihn suchen. Ja, also Ihnen allen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nein.